Liebe Freunde von Aktiv und Gesund und liebe Firmenpartner, heute gibt es ein besonderes Tool bei uns auf dem Channel, und zwar die Körperstatikanalyse. Mein Name ist Martin Weber, ich bin der Inhaber von Aktiv und Gesund Hechtsheim und Budenheim. Zu meiner rechten Seite sitzt mein kongenialer Partner. Genau, ich bin der Stefan Kunzler, arbeite für das Sanitätshauskonrad Scherer hier in Mainz und bin Bewegungs- und Analytiker. Und ich mache mit Ihnen die Körperstatikanalyse. Mithilfe der Körperstatikanalyse lassen sich individuelle, strukturelle und funktionelle Fehlhaltungen feststellen. Das Ziel der Körperstatikanalyse ist es, für jeden Mitarbeiter ein individuelles Gesundheitsprofil zu entwickeln. Aufgrund der angezeigten Diagnostik können wir im Nachgang mit dem Mitarbeiter eine individuelle Strategie entwickeln. Mein Name ist Steffi, ich arbeite hier drüben im Mainzer Golfclub, überwiegend sitzend, und ich denke, daher kommen auch meine Nackenverspannungen, ja, das fühlt sich doof an. Ich glaube auch, dass ich die Schulter mittlerweile nicht mehr nach hinten kriege, und deswegen bin ich bei euch, damit ihr mir da helfen könnt. Okay, gut. So, du hattest ja gesagt, dass du viel im Büro sitzt. Was mir von vornherein auffällt, sind die vorgefallenen Schultern. Die entstehen dadurch, dass die Brustmuskulatur verkürzt ist und der Trapezius oder auch Kapuzenmuskel zu schwach ausgeprägt ist. Des Weiteren fällt auf, dass du eine verstärkte Lordose im Lendenwirbelbereich aufweist. Dies entsteht durch das vorgefallene Becken, nennt man auch antevisierte Beckenkippung. Und diese wiederum entsteht durch eine zu schwache Po-Muskulatur, eine abgeschwächte Beinbeugemuskulatur und einer verkürzten Hüftbeugemuskulatur. Ich mache mal die Beinlänge testen. Die testet man am besten, indem man die Darmbeinkämme sich mal anschaut. Hier muss man sagen, das sieht sehr gut aus, und ein wenig unten drunter, hier in dem Bereich, das ist das Facettengelenk L5S1. Auch hier stehst du wunderbar in der Symmetrie. Was noch auffällt, ist das leichte X-Bein, auch Genua Valga genannt, in Kombination mit einem leichten Abfallen des Fersenbeins, bisschen stärker links als rechts. Hier würde ich zum Beispiel einen Laufschuh empfehlen mit einer Pronationsstütze. So, Steffi, wie du hier sehen kannst, wir wollen den Schwerpunkt ganz klar auf deine Bauchmuskulatur legen, auf deine Gesäßmuskulatur und auf deine obere Rückenmuskulatur. Durch deine Verspannung empfiehlt es sich, deinen Trapezius zu kräftigen, deine Brustmuskulatur zu dehnen, weiterhin in deinem Alltag Ausgleichsgymnastik zu integrieren. Zusätzlich zum Golf würde ich dir eben noch speziellen Trainingsplan erstellen. Da würde ich gerne einfach mit dir im Nachgang nochmal einen Termin ausmachen. Ansonsten, da du viel läufst, empfehle ich dir vielleicht auch, einen etwas stabileren Schuh zu benutzen als den du jetzt hast. Wenn auch Sie Interesse haben, mit uns die Körperstatik durchzuführen, rufen Sie uns an. Aktiv und Gesund Hechtsheim und Budenheim unter 06139 96288 44 oder im Internet unter www.mainzbleibtfit.de. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen.